kommt jetzt die große Migrationswende? Denn heute gibt es ja den zweiten Migrationsgipfel zwischen Regierung und Union. Es heißt, Bundesinnenministerin Nancy Faeser wolle auf so gut wie alle Forderungen der Union eingehen. Bereits gestern hatte sie verkündet, dass ab dem 16. September alle deutschen Grenzen kontrolliert werden sollen. Wir schauen heute an die Grenze zu Österreich in Kiefersfeld, wo es diese Kontrollen schon gibt. Österreich ist dabei auch ein heikles Nachbarland, denn es hat bereits angekündigt, keine Flüchtlinge mehr zurücknehmen zu wollen. Dabei sind es genau die Zurückweisungen, die das große Thema sind, auch im Kontext des EU-Rechts. Wir werden darüber heute viel sprechen, unter anderem mit Isabel Finzel für uns vor dem Bundesinnenministerium, wo ja der Gipfel stattfindet. Und bei mir im Studio auch Professor Volker Böhme-Nessler, Europarechtler, damit wir da noch mal genau drauf schauen können. Ja, die Union, die hatte bis zum Morgen mit der Zusage zu diesem Treffen gezögert, an dem ja auch die Bundesländer jetzt beteiligt sein werden. Die gestrige Ankündigung von Innenministerin Faeser, ab Mitte September alle Grenzübergänge zu kontrollieren, die war der Union zu unkonkret. Ein Selfie mit dem Kanzler. Beim Sommerfest der Genossen in Berlin steht man dafür noch Schlange. Es ist der Abend vor dem zweiten Migrationstreffen mit der Union. Die Opposition hat bis heute Morgen überlegt, ob sie überhaupt kommt. Der Kanzler baute gestern schon mal vor. An uns wird es nicht liegen, falls es nicht klappt. Das muss und kann an dieser Stelle klar und deutlich gesagt werden. Die Gastgeberin des geplanten Treffens, Innenministerin Faeser, hatte zuvor Kontrollen an allen deutschen Grenzen ab Mitte September angekündigt, mit dem Ziel, illegale Migration einzudämmen. Der Union ist das zu unkonkret. Sie erwartet die Rechtssicherheit von Zurückweisungen. Wir wollen, dass die Bundesregierung uns bis zu diesen Gesprächen klar sagt, am besten schreibt, was sie denn jetzt wirklich vorhat. Wir werden uns auf eine Relativierung oder auf irgendeine eingeschränkte Methodik der Zurückweisung nicht einlassen. Beim Sommerfest der Sozialdemokraten kommt das Zaudern von Merz nicht gut an. Hier besteht der Eindruck, es gehe um politisches Taktieren. Das entscheidende Problem ist, dass der Gipfel nicht miss. Jetzt höre ich die Matz nicht mehr, aber ich habe das andere. Ich höre die Matz nicht mehr. Ich höre nicht die Sendung nicht mehr. Europarechtskonform und effektiv. Letzteres bezweifelt die Union. Kontrolle heiße nicht automatisch Zurückweisung. Wir haben an der deutsch-österreichischen Grenze seit Herbst 2015 Grenzkontrollen. Wir haben auch zu anderen Ländern Grenzkontrollen seit geraumer Zeit. Aber es gibt dort keine Zurückweisungen für diejenigen, die aus einem anderen EU-Land kommen und Asyl sagen. Die Grünen sind gegen umfassende Zurückweisungen und warnen vor den Auswirkungen auf den Schengen-Raum. Kein Mensch hat mit den Nachbarn bisher darüber geredet. Und in diesen Zeiten, wo Europa angegriffen wird, wo Russland einen Krieg führt, wo China immer aggressiver wird, den Zusammenhalt der Europäischen Union zu gefährden, letztendlich den Binnenmarkt zu gefährden, damit Millionen von Arbeitsplätzen zu gefährden, das ist ein extrem riskantes Spiel. Österreich hat bereits angekündigt, aus Deutschland zurückgewiesene Flüchtlinge nicht aufzunehmen. Bei der Bundespolizei sieht man das gelassen. Solange diese deutschen Boote nicht betreten haben, seien Zurückweisungen an der Grenze legal. Es ist völlig logisch, dass es den Anrainerstaaten nicht gefällt. Schließlich ist das Modell, was sie jetzt immer vollumfänglich gefahren sind, Augen zu und alles nach Deutschland, dann gescheitert, weil die Bundesrepublik Deutschland das macht, was schon längst hätte passieren müssen. 15 Sekunden. Das Kalkül dahinter ist der Dominoeffekt. Beginnt Deutschland mit Zurückweisungen, werden das auch die Nachbarländer tun. Und damit jetzt zum Bundesinnenministerium. Isabel Finzel für uns vor Ort und jetzt auch zu sehen. Isabel, also die Union hat sich doch etwas bitten lassen, hat jetzt zugestimmt. Was können wir also erwarten von diesem zweiten Treffen? Die Union hat bislang lediglich zugestimmt, an diesen Gesprächen, die nachher hier hinter mir im Bundesinnenministerium stattfinden, teilzunehmen, sich dann anzuhören, was das Modell der Bundesinnenministerin zur Zurückweisung von Flüchtlingen an den deutschen Grenzen im Detail vorsieht. Die Union hat im Vorfeld deutlich gemacht, was sie fordert. Sie will nämlich, dass faktisch alle Asylbewerber an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden. Ob das jetzt im Detail auch das Modell der Bundesinnenministerin vorsieht, das ist
noch offen. Aber die Bild berichtet nun, dass offenbar Nancy Faeser da der Union ein ganzes Stück weitgehend entgegengekommen ist, dass das Modell offenbar vorsieht, dass diejenigen zurückgewiesen werden sollen, für die ein anderer EU-Staat eigentlich zuständig ist. Nach dem Dublin-System ist derjenige Staat zuständig für einen Asylbewerber, für einen Flüchtling, in dem er als erstes den Boden betreten hat. Und das wäre ja in dem Fall dann nicht Deutschland. Und alle Flüchtlinge, die eben an deutschen Grenzen stehen, die reisen ja ohnehin aus einem sicheren Staat ein, weil alle unsere Nachbarstaaten eben als sichere Staaten entsprechend gelten. Aber die Details, die sind eben noch weiterhin offen. Und es ist auch offen, ob die Ampelkoalition sich da überhaupt einigen kann in dieser Frage. Es scheint nämlich nicht so, als würde sie da mit einer einheitlichen Linie heute in diese Gespräche gehen. Die Grünen, die sind nach wie vor skeptisch. Die drücken auf die Bremse, was Zurückweisungen an den deutschen Grenzen angeht. Und Omid Nuripur, der Grünen-Chef, der hat heute Morgen sogar gesagt, ihm ist das Modell der Innenministerin im Detail gar nicht bekannt. Also er wisse gar nicht genau, was das vorsieht. Also das klingt in der Tat nicht so, als hätte man da bereits zugestimmt. Also ich bin skeptisch, dass es da heute schon zu einer Einigung kommt, dass sich Ampel und Union heute schon da zu einem Migrationspakt einigen können. Isabel, danke dir für den Moment. Und damit schauen wir jetzt in die Nähe von Konstanz, und zwar an die Schweizer Grenze. Anna-Marlene Hove ist für uns dort, denn an der Schweizer Grenze wird bereits kontrolliert. Wie läuft es an der Grenze bisher? Welche Wirkung hat das auch? Ja, die Bundespolizei, die konnte hier schon erste Erfolge erzielen und auch konkrete Zahlen herausgeben, weil eben schon seit Oktober hier eben die Grenzkontrollen laufen, und das mit ja einem ganz guten Erfolg, denn bis zu 18.000 unerlaubte Einreisen konnten allein im Jahr 2023 gestoppt werden, und auch bis jetzt 2024 konnten schon 6.000 unerlaubte Einreisen vermerkt werden, und das ist im Vergleich zu den ganzen letzten Jahren und Vorjahren ein erheblicher Anstieg, wenn es um genau diese Zahlen geht. Sie zeigen also Wirkung. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Frau Faeser jetzt eben diese Grenzkontrollen an so gut wie allen deutschen Grenzen verstärken möchte. Das Ganze soll ab Montag dann offiziell beginnen und hier konkret jetzt für die Schweiz dann zum Beispiel bis Dezember andauern. Und das ist im Prinzip etwas ungewöhnlich, denn normalerweise sind diese Grenzkontrollen im Schengen-Raum überhaupt nicht erstmal zugelassen, kann man sagen. Und es gibt eine Sonderregelung, wenn das eben beantragt wird, dass man sagt, ja, bis zu 6 Monate kann man eben diese Grenzkontrollen aufrechterhalten. Dafür muss es aber einen konkreten Grund geben, wie eben die Angst vor steigender Terrorgefahr. Und es ist jetzt so, dass die EU-Richtlinien da noch mal ein bisschen aufgebrochen wurden mit einer Sonderregelung, dass man sagen kann, diese Grenzkontrollen, die können noch bis zu 3 Jahre verlängert werden. Das ist neu. Und Frau Faeser hatte ja schon angekündigt, jetzt ab Montag starten diese Kontrollen, und die sollen dann auch erst mal bis Dezember an der Schweiz zum Beispiel laufen und dann aber auch wieder verlängert werden. Also es geht hier um wirklich längerfristige Maßnahmen. Anna-Marlene, danke dir für den Moment, für diese Einordnungen. Also, ja, das Spitzentreffen zum Thema Migration im Bundesinnenministerium, das beginnt heute Nachmittag. Ab 14.30 Uhr werden wir live bei Welt mit dabei sein, auch auf die Ankünfte schauen und dann natürlich auf den Verlauf dieser Verhandlungen. Was aber überhaupt möglich ist, ist ja die ganz große Frage. Und darüber möchte ich sprechen mit Professor Volker Böhme-Nessler. Er ist Europarechtler. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Hallo. Nancy Faeser hat jetzt also vorübergehende Grenzkontrollen an allen deutschen Grenzen angekündigt, sowie ein Modell für europarechtskonforme und effektive Zurückweisungen. Und da fragt sich aktuell jeder noch so ein bisschen, was bedeutet das? Was ist denn erlaubt mit dem Europarecht? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage und das ist auch eine juristisch unheimlich umstrittene Frage. Die EU hat ein System etabliert, das ist das Dublin-System, von dem wir jetzt öfter gehört haben. Dieses System klingt eigentlich vernünftig, funktioniert aber nicht. Und dieses System, wenn man dieses System anwenden würde, würde das heißen, dass Flüchtlinge da bearbeitet werden, da ihren Asylantrag stellen, wo sie in die EU kommen. Und nicht später. Und wenn dieses System funktionieren würde, dann gäbe es überhaupt keine Flüchtlinge in Deutschland sozusagen. Und der Punkt ist, dass dieses System nicht funktioniert, weil die Flüchtlinge einfach weiterreisen und weitergereicht werden dürfen. Und jetzt ist die Frage, was macht Deutschland jetzt? Wir könnten uns auch gegen dieses Dublin-System auflehnen und sagen, na gut, wir lassen die Flüchtlinge dann nicht mehr rein.
wir machen dieses aufwendige Dublin-Verfahren nicht mit. Und dann können die anderen mal sehen, was dann passiert. Und das ist, glaube ich, das, was gerade passiert. Das ist juristisch umstritten. Es gibt aber diese Notstandsklausel, die der CDU-Vorsitzende Merz ins Spiel gebracht hat. Es gibt eine Klausel in den Grundlagenverträgen der EU, die sagt, europäisches Asylrecht kann außer Kraft gesetzt werden, wenn es um die innere Sicherheit und die öffentliche Sicherheit und Ordnung geht. Und das ist, glaube ich, das, auf das sich jetzt die Bundesregierung dann berufen wird. Und dann sagt sie, dann können wir, obwohl Europarecht es eigentlich nicht zulässt, trotzdem an der Grenze zurückweisen. Wenn wir noch ganz kurz bei der Dublin-Verordnung bleiben, die ja erstmal simpel zu verstehen klingt zumindest. Ich habe es zu Beginn erwähnt. Österreich hat schon gesagt, wir werden niemanden zurücknehmen. Ist das dann auch eine Grauzone? Dürfen Sie das? Wie funktioniert das, dass jeder Partner da eigentlich nur auf sich schaut? Genau deswegen funktioniert es nicht, weil es eigentlich ein europäisches System sein soll und alle Europäer zusammenarbeiten. Das Problem ist, glaube ich, der asylpolitische Sündenfall von 2015. Die damalige Regierung Merkel hat die Grenzen aufgemacht, ohne sich mit den europäischen Partnern abzustimmen. Und das haben die übel genommen und deswegen gibt es seitdem praktisch keine europäische, gemeinsame europäische Asylpolitik mehr. Und das müsste man ändern. Also dieses Flüchtlingsproblem, die Asylproblematik, die Migrationsproblematik, die bekommt Europa nur gemeinsam in den Griff. Und das funktioniert im Augenblick nicht. Und deswegen knirscht es an allen Stellen. Und deswegen weiß man auch nicht genau, was machen die Österreicher jetzt eigentlich, wenn Deutschland die Flüchtlinge nicht mehr reinlässt. Nehmen die Österreicher sie zurück, obwohl sie sagen, sie nehmen sie nicht zurück? Oder was passiert dann eigentlich? Und eigentlich ist die Idee von Europa, dass alle zusammen das machen und eine Lösung finden, an die sich alle halten. Aber das haben wir gerade nicht. Jetzt versuchen wir erstmal in Deutschland überhaupt alle zusammen eine Lösung zu finden. Deswegen heute auch dieses zweite Gipfeltreffen. Wie wichtig ist es, dass die Ampel und die Union zusammenarbeiten? Kann man mehr bewirken, wenn man die verschiedenen Fraktionen alle zusammen hat? Welche Gesetze zum Beispiel? Also ich denke tatsächlich, dass man mehr bewirken kann. Es geht ja um ein grundlegendes Problem. Und es geht auch um eine grundlegende Änderung der Migrationspolitik. Da braucht man eine möglichst breite parlamentarische Basis. Weil ja auch zum Beispiel nicht alle Parteien in der Ampel vielleicht mitmachen werden, wenn die Migrationspolitik verschärft wird. Also eigentlich gilt so die Grundregel, je problematischer das Thema, was man regeln will, desto besser ist es, wenn man eine breite Mehrheit im Parlament hat. Und das versucht man im Augenblick. Und wie schnell kann es dann gehen, wenn man sich heute beispielsweise schon einigt? Also, wenn der politische Wille da ist, kann der Bundestag, kann das Parlament ganz schnell reagieren. Das haben wir zuletzt in der Corona-Krise gesehen, dass innerhalb von Tagen Gesetze geändert worden sind. Also das ist, wenn der politische Wille da ist, ist das rechtlich alles kein Problem. Dann muss der politische Wille erstmal da sein. Wir werden das heute ganz genau verfolgen, ob man sich einigen kann. Vielen herzlichen Dank für Ihre rechtlichen Einschätzungen. Danke Ihnen. Also heute kommen Regierung, Opposition und Länder erneut zusammen, um über die innere Sicherheit und das Thema Migration zu sprechen. Und da wollten wir natürlich auch einmal wissen, was erwarten Sie? Welche Haltung haben Sie selbst bei dieser aktuellen Situation? Hier ist Ihre Stimme. Ich würde mich an den Zahlen orientieren. Und die zeigen auf jeden Fall, dass die Lage ein bisschen negativer geworden ist. Und aus dem Grund würde ich schon sagen, dass man jetzt mal darüber nachdenken sollte, welche Maßnahmen dazu ergreifen sind, aber nicht radikal, sondern faktenorientiert. Wir brauchen eine massive Migration, um unsere Sozialsysteme und die Wirtschaftskraft zu erhalten. Und deswegen, es wird völlig falsch angegangen. Das geht über alle Parteigrenzen hinweg. Ich würde, sollte härter sein, sollte die Abschiebung viel stärker sein, weil weiter so geht, dann wird es noch schlimmer. Es ist schon am besten, wenn einfach mal die Grenze gezogen wird, dass man einfach sich um die kümmert, die da sind. Und erst wenn man sich um die richtig versorgt hat, und vor allem, weil ja auch so viele ins Land gekommen sind, die ja, glaube ich, gar nicht hier sein dürften, die diesen Asylstatus ja gar nicht haben, ja, ist es wirklich mal besser, wenn man sagt, erst mal eine Grenze und dann kann man erst mal gucken, wie es weitergeht. Wenn man Gesetze zerstört, sofort weg. Es ist nicht nur Afghanisten, Iran, Muslimisch, nicht nur, alle. Alle Migranten und der Ausländer. Ich bin auch Ausländer. So, und heute das große Thema bleibt trotzdem die Zurückweisung, die Union fordert. Paul Klintzing ist bei mir, denn du hast dir mal angeschaut, was das denn bedeuten würde, wenn man das tatsächlich jetzt tut, die Folgen auch für die anderen europäischen Länder. Die Union ist sich ja ganz sicher, dass andere Länder dann auch nachziehen würden mit der Ausreise von illegalen Migranten. Aber welche Folgen das für die anderen europäischen Länder hat, das wollen wir uns jetzt noch mal ganz genau ansehen.
Also wir gehen jetzt einmal von der Theorie aus, dass Deutschland nicht nur beschließt, das ist ja schon beschlossen, dass Grenzkontrollen stattfinden, sondern dass illegale Migranten gar nicht mehr ins Land reingelassen werden, sondern sozusagen auch ausgewiesen werden. Das bekommen natürlich unsere Nachbarländer dann auch mit. Und beispielsweise Österreich und Tschechien stehen dann vor dem Problem, naja, was sollen wir mit diesen Migranten dann eigentlich machen? Die würden die natürlich dann auch nicht annehmen und schlussendlich würden sie dann auch die Grenzen zumachen und sozusagen auch keine illegalen Migranten mehr reinlassen. Das Ganze würde zu einem Dominoeffekt führen, heißt, die Probleme werden dann an die EU-Außengrenzen einfach verschoben. Heißt, Griechenland, Italien, Spanien oder auch Bulgarien hätten dann das Problem, dass sie mehr Verantwortung übernehmen müssten bei der illegalen Einreise. Und das würde erstmal ja zu einer Verlangsamung der Migrationsströme führen. Aber im Nachhinein würde das viel stärkere Probleme nach sich ziehen. Ich gehe gleich darauf ein. Wir haben hier auch noch Bilder vorbereitet von Ungarn. 2015 und 2016 gab es ja auch diesen Beschluss, dass man keine illegalen Migranten mehr reinlassen will. Dann hat man schnellstmöglich auch solche Zäune aufgebaut. Und das hat kurzzeitig wirklich bewirkt. Es kamen viel weniger illegale Migranten dann auch ins Land. Aber schlussendlich hat sich dann auch nach einer Zeit gezeigt, dass es zu einer humanitären Krise kommen kann. Natürlich, wenn die Migranten dann in Griechenland beispielsweise ankommen, können dann nicht weiter ins EU-Land kommen, dann kann es auch zu solchen Flüchtlingslagern kommen, wie wir jetzt gerade auf diesen Bildern gesehen haben. Aber man muss das natürlich auch im Vergleich setzen. 2015, 2016 auf den Höhepunkt der Flüchtlingskrise kamen ungefähr 1,8 Millionen Menschen nach Europa. Letztes Jahr waren es nur etwa 380.000 illegale Migranten. Also das muss man natürlich ins Verhältnis setzen. Aber natürlich würden sich die Flüchtlinge nicht davon abziehen lassen, weiter nach Europa zu kommen. Das hat man zumindest auch in der Vergangenheit gesehen, dass dann immer wieder neue Routen auch gefunden werden, wie man nach Europa gelangt. Meistens ist es ja über das Mittelmeer und so kann es auch dazu kommen, dass die Flüchtlinge ja über viel gefährlichere Routen dann nach Europa kommen. Und das setzt sie natürlich auch auf eine gewisse Gefahr hinaus. Zum einen würde es aber wahrscheinlich auch zu politischen Spannungen kommen. Das hat man auch in der Vergangenheit gesehen, dass vor allem osteuropäische Länder da nicht mitziehen werden, weil sie innerhalb von kürzester Zeit dann auch ihre Grenzen schützen müssen. Und da könnte es dann innerhalb von Europa dann wirklich sehr, sehr harte Diskussionen darüber geben, was denn da Deutschland für einen Anfang dazu dann auch anstößt. Also ein Beschluss, und da kann man schon sehen, dass es wirklich sehr, sehr viele Nachwirkungen haben könnte. Paul, danke schön für den Überblick. Ja, in Ungarn will demnächst Flüchtlinge gratis mit Reisebussen nach Brüssel bringen. Dieser besondere Service soll als Protestaktion gegen ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs verstanden werden. Dieser hatte Ungarn die Zahlung von 200 Millionen Euro auferlegt als Strafe für Verstöße gegen das EU-Asylrecht. Ungarn weigert sich zu zahlen. Bleibt es dabei, kann die EU-Kommission Fördergelder einbehalten. Ungarn droht nun, wenn Brüssel die Migranten will, wird es sie bekommen. Die belgische Regierung nennt die geplante Gratis-Busfahrten inakzeptabel. Dass die Bundesregierung die irreguläre Migration bisher nicht in den Griff bekommen hat, lässt das Vertrauen vieler Bürger in die Ampel schwinden. Und auch der Dauerzoff zwischen den drei Koalitionspartnern sorgt dafür, dass seit Monaten die Umfragen immer schlechter werden. Für Kanzler Scholz wird das auch zu einem Problem, zumal nicht wenige in der SPD sich eigentlich einen anderen Mann an der Spitze wünschen. Leonie von Randow. Er hat in letzter Zeit wenig zu lachen, Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Wahlen in Thüringen und Sachsen, eine Abrechnung mit der Ampel, die Beliebtheitswerte der Bundesregierung auf dem Tiefpunkt. Die Unionsparteien liegen laut INSA-Umfrage bei 32,5%, der höchste Wert seit 3 Jahren. Alle drei Ampelparteien dagegen rutschen ab, kommen zusammen derzeit auf nur noch 28%. Zum Vergleich, bei der Bundestagswahl 2021 waren es 52%. In der SPD-Fraktion regt sich Unmut, doch der Kanzler gibt sich kämpferisch. Ich bin aus dieser Fraktionssitzung rausgegangen mit dem Gefühl, dass wir alle zusammenhalten und wissen, dass es jetzt in diesem Jahr darauf ankommt und im nächsten Jahr alles dafür zu tun, dass wir ein neues starkes Mandat bei der Bundestagswahl kriegen und dass ich erneut die nächste Regierung führen kann.
Doch genau das scheinen ihm viele Bürger nicht mehr zuzutrauen. Auch die persönlichen Beliebtheitswerte des Kanzlers sind im Keller. Im Ranking der beliebtesten Politiker landet Scholz auf Platz 18 von 20, ganze 14 Plätze hinter Friedrich Merz. Seit Monaten an der Spitze Scholz' Parteifreund, Verteidigungsminister Boris Pistorius. Zeit also, Pistorius als Kanzlerkandidat einzuwechseln. Das wäre ja hochgradig naiv, das wäre unpolitisch zu glauben, dass dann ein Boris Pistorius bei diesen Beliebtheitswerten bliebe, sondern dann muss er sich positionieren auf Feldern, auf denen er sich noch nicht auskennt, wo es im Zweifelsfalle nicht so populär ist. Scholz selbst fegt die K-Frage vom Tisch. Auch Pistorius wolle, dass Scholz noch einmal antrete. Für SPD-Urgestein Franz Müntefering dagegen ist das noch nicht geklärt. Irgendwann 2025 beschließt der Parteitag, wir machen das in folgender Konstellation. So lange muss man warten, so lange ist die K-Frage offen. Der nächste große Stimmungstest für Scholz, die Landtagswahlen in Brandenburg. Werden die SPD und die Ampel insgesamt dann wieder abgestraft, dürfte die Luft für den Kanzler noch einmal dünner werden. Besonders betroffen, eben weil sie die Probleme und Herausforderungen direkt miterleben und auch lösen müssen, sind natürlich die Kommunen. Diese fordern nun eine Taskforce zum Thema mehr Abschiebungen. Ende Juli sorgte der 17-jährige Syrer Khalil H. für Schlagzeilen. In der Stuttgarter Fußgängerzone verletzte er einen Mann mit einem Messer lebensgefährlich. Seine 34. Straftat. Nun wurde sein Bruder verhaftet, weil er junge Frauen mit einem Cuttermesser bedrohte, um deren Handys zu rauben. Insgesamt gehen auf das Konto der syrischen Großfamilie 110 Straftaten. Doch eine Abschiebung der Familie nach Syrien liegt bisher in weiter Ferne. Vor dem anstehenden Asylgipfel erhöhen die Kommunen den Druck auf den Bund, fordern Grenzsicherung und mehr Abschiebungen. Nicht nur Straftäter, auch diejenigen, die keine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland haben, müssen abgeschoben werden. Das ist aber am Ende des Tampens. Hier muss das vollmundige Versprechen des Bundeskanzlers aus dem letzten Herbst schon, dass sie jetzt im großen Stil abgeschoben werden soll, auch mit Taten unterlegt werden. All das geschieht bisher nicht hinreichend. Seit Monaten beklagen Städte, Landkreise und Gemeinden eine massive Überforderung. Es fehlt an Unterkünften und Personal. Doch beim Migrationstreffen zwischen Regierung und Opposition sitzen die Kommunen nicht mit am Tisch. Der Ärger bei den Landräten ist groß. Wenn sich jetzt Bund und Länder alleine hinsetzen, wird das wahrscheinlich zur x-ten Novellierung des Ausländerrechts führen. Aber am Ende des Tages wieder bei uns, was die Umsetzung angeht, unter schwierigsten Bedingungen kleben bleiben. Wenn über Flüchtlinge gesprochen wird, gehören die Kommunen mit an den Tisch. Das sind diejenigen, die nachher die Entscheidungen treffen, wo die Geflüchteten hinkommen. Um die Abschiebeprozesse zu beschleunigen, fordern die Kommunen vom Bund eine Taskforce. Bisher sind Abschiebungen Ländersache. Die Deutsche Polizeigewerkschaft begrüßt den Vorschlag. Das ist natürlich ein Verwaltungsvorgang wie eine Abschiebung, an der insgesamt 5 Verwaltungsebenen gleichzeitig zuständig sind, niemals vernünftig funktionieren kann. Man muss die Kräfte bündeln und auf die Bundespolizei und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übertragen, da zentralisieren und dann gemeinsam durchführen. Vor dem anstehenden Asylgipfel liegen die Nerven überall blank. Der Druck auf die Bundesregierung wächst.